Hallo zu einem kurzen Rechenbeispiel, wo es darum geht, dass wir Teilmengen der komplexen Zahlen in der gaußschen Ebene darstellen. Das Ganze wird geschehen im Kontext der komplexen Exponentialfunktion und das vorhergehende Video, dieser Analysis-Freestyle zur komplexen Exponentialfunktion, ist dann natürlich sehr hilfreich, wenn man es selber probieren will. Ich lade alle, die zusehen, auf jeden Fall dazu ein, dass ihr euch vielleicht 20, 30 Minuten hinsetzt und vielleicht selbst ein paar Skizzen probiert, nachdem ihr die Mengen, so wie sie hier jetzt am Bildschirm stehen, vielleicht ein bisschen aufarbeitet und euch einige Gedanken zurechtlegt. Ansonsten, wenn ihr das Video einfach nur genießen wollt, dann starten wir jetzt mit diesen kleinen zwei Aufgaben. Bei dieser Menge A, mit der wir beginnen, da sehen wir, wir betrachten die Menge aller komplexen Zahlen W, für die diese Gleichung hier gilt. Das heißt, W wird gebildet als Funktionswert von dieser komplexen Exponentialfunktion. Und da haben wir eine komplexe Exponentialfunktion mit der Basis 2, das heißt, die müssen wir gemäß der Definition zunächst einmal umschreiben. Und am einfachsten gelingt das, wenn wir dieses Element hier, das wir berechnen nach dem Schema 2 hoch a plus ib, einmal zerlegen, gemäß der Rechenregeln für Potenzen. Dementsprechend steht dann das hier dort und hier können wir noch einen Schritt weiter gehen und gemäß der Definition von einer allgemeinen Exponentialfunktion den rechten Faktor weiter vereinfachen oder weiter so bearbeiten, dass wir besser mit ihm arbeiten können. Und wir erinnern uns, gemäß der Definition einer allgemeinen Exponentialfunktion kommt dann eben das hier raus. Ja, also e hoch ln2 mal i mal b. Das e hoch ln2, das wird sich ja wieder wegkürzen zum Zweier. An dieser Stelle können wir natürlich jetzt beobachten, dass wir diesen Term mit dem e hoch ln2 mal i mal b zerlegen können gemäß der Eulerschen Formel. Das mache ich auch hier jetzt einmal, die 2 hoch a lasse ich hier einfach stehen. Da hätten wir dann den Cosinus von ln2 mal b plus i mal der Sinus ebenfalls von ln2 mal b. Gut, an der Stelle, wenn wir das Ganze skizzieren wollen, ist es natürlich hilfreich, wenn wir wissen, wie groß dieser ln2 in etwa ist. Und das ist ein Zahlenwert, den man sich durchaus auch merken kann. Das wäre nämlich in etwa 0,69. Ja, und für unsere Zwecke, ja, 7 Zehntel reicht auch. Gut, was beobachten wir jetzt hier unten? Unser Element W kann man offenbar nach dieser Formel berechnen, wenn wir eine Zahl mit Realteil a und Imaginärteil b einsetzen in die Exponentialfunktion, in diese allgemeine, und beobachten dann hier, naja, das ist ja im Wesentlichen eine Polarkoordinatendarstellung von einer komplexen Zahl b, und hier hätten wir quasi den Betrag oder den Abstand zum Ursprung, also der Betrag w, und hier rechts hätten wir im Wesentlichen den Winkel gegeben. Das heißt, da würde daraus folgern, das Argument von dieser komplexen Zahl w wäre ln2 mal b. Und da können wir jetzt auch gleich weiterfahren mit den weiteren Bedingungen, die da oben in der Menge a drinnen stehen, die so ein Element w erfüllen soll. Da steht, dass der Realteil zwischen 1 und 2 drinnen sein soll und dass der Imaginärteil, und das schreibe ich nochmal extra heraus, dass der Imaginärteil zwischen Plus und Minus Pi Viertel sein darf. Gut, und dann hätten wir aber auch schon alles, was wir brauchen. Wir fassen aber vielleicht noch ganz kurz zusammen. Wir sehen hier, wenn a zwischen 1 und 2 ist, dann ist 2 hoch a zwischen 2 hoch 1 und 2 hoch 2, also zwischen 2 und zwischen 4. Und hier rechts beobachten wir der Winkel, den jetzt eben dieser Zeiger an der komplexen Ebene, den Polarkoordinaten, mit der Realachse einschließt, ist zwischen ln2 mal plus oder minus pi Viertel. Schreiben wir das vielleicht einmal ganz kurz auch hin. Argument von w ist eben zwischen minus ln2 mal pi Viertel und plus ln2 mal pi Viertel. Gut, und dann haben wir eigentlich schon alle Zutaten, um das Ganze jetzt auch zu zeichnen. Dazu eben vielleicht einmal das Koordinatensystem von der gaußschen Ebene mit Real- und Imaginärachse.
Und da wir da im Prinzip die Polarkoordinatendarstellung bekommen, bietet sich es auch gleich an, die entsprechenden Anhaltspunkte oder Anhaltslinien zu zeichnen. Da hätten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt nur da drüben diesen Teil hier betrachten, also der Betrag von unserer Zahl W liegt zwischen 2 und 4. Dem würde jetzt da zwei Kreise entsprechen mit dem Radius 2. Verzeihung, so. Das wäre jetzt also unser Kreis mit Radius 2, natürlich zentriert im Ursprung. Und dann nehmen wir noch einen zweiten Kreis mit Radius 4, so in etwa. Okay. So, hier wäre 2 und hier wäre 4. Und wenn wir dann jetzt noch zwei Zeiger hinzeichnen, die eben diesen zwei Winkeln entsprechen, sind wir auch schon fast fertig. Ln2 mal Pi Viertel, wie wir gesagt, Ln2 ist ungefähr 0,7. Dann hätten wir ungefähr 7 Zehntel oder 70% von einem 45-Grad-Winkel in die positive und negative Richtung. Ich mache das jetzt nur so ungefähr. Also hätten wir eben diese zwei Zeiger hier, wo eben der Winkel nach oben gemessen, das wäre ein Plus Ln2 mal Pi Viertel im Bogenmaß und nach unten eben der gleiche Winkel, nur negativ gezählt. Gut, wenn wir zurückschauen zu unserer Menge, da stehen ja Und-Verknüpfungen, das heißt, es müssen diese drei Bedingungen hier gelten. Einerseits berechnet sich W als Funktionswert von dieser allgemeinen Exponentialfunktion. Als zweites ist eben der Realteil zwischen zwei Werten eingeklemmt, veranschaulicht durch diese zwei Kreise. Und das Argument, also der Winkel von dieser Zahl W, haben wir gesehen, das können wir übersetzen quasi in den Imaginärteil von dem, was wir quasi einsetzen. Ja, den bekommen wir durch diese zwei Zeiger, und wenn alles gleichzeitig gilt, dann erhalten wir für unsere Menge a diesen Teil von diesem Donut, ja, von diesem Scheibchen da, von diesem Ringscheibchen. Gut, und das wäre es auch schon. Ja, also das wäre dann die Menge A. Unser zweites Beispiel, das bezieht sich auch auf die Exponentialfunktion, nur diesmal nehmen wir die umgekehrte Perspektive ein. Diesmal betrachten wir nicht Funktionswerte von einer Exponentialfunktion, sondern im Prinzip die Zahlen, für die Exponentialfunktion an dieser Stelle gewisse Bedingungen erfüllt. Ich füge die Angabe hier unten nochmal ein und wir schauen uns das der Reihe nach durch. Wir sehen, wir betrachten hier Zahlen z aus den komplexen Zahlen, für die der Betrag von e hoch z kleiner als 2 ist und wo der Winkel von e hoch z einen bestimmten Wert annimmt. Und die Werte, die diesmal angenommen werden dürfen, sind Vielfache, und zwar ganzzahlige Vielfache von Pi Achtel. Gut, sieht ja schon mal ganz interessant an, und wir konzentrieren uns zunächst einmal nur auf diese erste Bedingung hier drüben. Da steht, Betrag von e hoch z kleiner 2. Ja, das ist unsere Bedingung, das soll gelten. Und damit wir etwas bisschen einfacher arbeiten können, damit werde ich das Ganze jetzt noch quadrieren. Und dementsprechend erhalten wir dann, wenn wir den Betrag auf der linken Seite quadrieren, gemäß den Rechenregeln der komplexen Zahlen, ist es dann das gleiche wie e hoch z mal die konjugiert komplexe von e hoch z. Und da verwenden wir jetzt eine Eigenschaft, die vielleicht einigen von euch bekannt sein dürfte, von der Exponentialfunktion, dass nämlich e hoch z quer, also das Konjugierte von e hoch z, gleich e hoch z konjugiert ist. Das ist die Eigenschaft, die wir hier verwenden, und dementsprechend kommen wir dann eben auf e hoch a plus ib mal e hoch a minus ib, also das konjugiert Komplexe von so einer Zahl z, die wir schreiben als a plus i mal b. Und das sieht schon viel besser aus, weil hier können wir jetzt gemäß der Potenzrechenregeln einfach die Exponenten zusammen addieren. Und erhalten dann e hoch 2 mal a, weil sich ja ib wegkürzt. Und das soll jetzt kleiner sein als 2 hoch 2, also als 4.
Gut, das schaut schon mal sehr vielversprechend aus und an dieser Stelle können wir die Ungleichung natürlich logarithmieren, ganz klar. Und ich mache da jetzt in einer anderen Farbe weiter. Wir halten dann, wenn wir diese Ungleichung auf der rechten Seite hier logarithmieren, kommen wir auf 2 mal a kleiner der ln von 4, beziehungsweise wenn wir das umformen, hätten wir a kleiner 1/2 mal der ln von 4. Das können wir gemäß der Logarithmusrechenregel umschreiben in ln von 2 hoch 1/2 oder 4 hoch 1/2. Also die Wurzel aus 4 ist gleich der ln von 2. Und den kennen wir ja schon. Also a soll kleiner sein als der ln von 2. Und da machen wir vielleicht einen kleinen Konsistenzcheck, wo wir uns auch Gedanken machen, warum wir hier überhaupt diesen Betrag quadrieren durften, da oben in der Ungleichung, in der Bedingung. Der Grund ist der, wir betrachten lediglich den Betrag von e hoch z und das ist ohnehin schon eine positive Zahl. Das heißt, durch das Quadrieren geht da jetzt keine Information oder ein Vorzeichen verloren. Und im Sinne eines Plausibilitätscheck würde man da vielleicht noch beobachten, wenn wir uns die Darstellung gemäß der Eulerschen Formel von e hoch a plus ib nochmal schnell anschauen. Das wäre ja dann diese komplexe Zahl da oben, die ich jetzt in grün hinschreibe. Und da sehen wir, der rechte Teil dort in der Klammer, der hat ja den Betrag 1, der liegt ja am komplexen Einheitskreis. Das heißt, der Betrag von so einer komplexen Zahl, der als Funktionswert von e hoch z entsteht, der hängt lediglich von a ab. Ja, also e hoch a wäre dann eben der Betrag von diesem Funktionswert. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel ln2 einsetzen, bekommen wir e hoch ln2 ist 2. Das heißt tatsächlich, das wäre quasi so der Grenzfall, wenn der Betrag von diesem Funktionswert gleich 2 wäre. Wir wollen aber, dass er kleiner ist und da die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist, ist das für alle Zahlen a kleiner ln von 2 der Fall. Gut, das wäre jetzt eine Bedingung und die zweite Bedingung, die ist jetzt eigentlich nur meine Fleißaufgabe. Da steht ja dort das Argument von dem Funktionswert an der Stelle z soll einen bestimmten Wert haben. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Das Argument, oder nehmen wir vielleicht die Farbe Violett da unten, das Argument der Zahl e hoch z wäre ja, wenn wir da oben nochmal raufschauen, das wäre dann das Argument von e hoch a mal Cosinus b plus i mal Sinus b. Und da sehen wir, in dem a hoch b da vorne ist zwar die Abstandsinformation gespeichert, aber die Lage- oder Winkelinformation alleine dort im rechten Teil mit Cosinus und Sinus. Das heißt, da kommt dann sofort heraus, dass das Argument von der komplexen Zahl Cosinus b plus i mal Sinus b, die ja in Polarkoordinaten im Winkel b am Einheitskreis liegt, das heißt, da kommt einfach b heraus. Und b soll jetzt laut Bedingung eben den Wert Pi Achtel mal k haben für ganze Zahlen k. Und da rufen wir uns jetzt auch gleich nochmal eine kurze Tatsache in Erinnerung. Pi ist ja ungefähr 3,14, dann wäre das in etwa 0,39 mal k. Darunter kann man sich vielleicht was vorstellen. Gut, ist aber auch nicht ganz so wichtig, was das für ein Zahlenwert ist. So wie es jetzt hier steht, haben wir schon sämtliche Informationen beisammen, um das Ganze zu zeichnen. Also, ich rahme das vielleicht nochmal grün ein. Wir haben jetzt bestimmt die Bedingungen, die da oben in unserer Mengenbeschreibung stehen. Das wäre eben, dass der Realteil von diesen Zahlen z kleiner als ln von 2 ist und dass der Imaginärteil aus ganzzahligen Vielfachen von Pi Achtel besteht. Und wenn das hier eben die komplexe Zahlenebene darstellt, mit unserer Real- und Imaginärachse, dann können wir natürlich zunächst einmal einzeichnen, wo der ln von 2 ist. Der könnte zum Beispiel, machen wir es in Orange, der könnte zum Beispiel hier sein. Also alle Zahlen auf dieser orangen gestrichelten Linie hätten den Realteil 2. Und wir wissen jetzt einmal, alle Zahlen in unserer Menge b müssen links von dieser gestrichelten Linie sein, exklusive der Linie selbst. Und gleichzeitig muss der Imaginärteil jetzt noch ganzzahligen Vielfachen von Pi Achtel entsprechen. Und das lässt sich jetzt schon recht hübsch einzeichnen. Das wären nämlich Linien, die einfach einen bestimmten Abstand von der Realachse haben, natürlich exklusive den Punkten auf der orangen Linie. Die Linie da unten, die gilt natürlich auch, weil da wäre der Imaginärteil 0 und 0 ist ein ganzzahliges Vielfaches von Pi Achtel.
Und das wär's. Also diese grünen Linien, die haben alle den Abstand Pi Achtel voneinander. Das heißt, wir hätten zum Beispiel da oben, da hätten wir Pi Achtel und da unten hätten wir minus 2 Pi Achtel und so weiter und so fort. Und das wäre jetzt die Menge B. Also diese Menge, die aus lauter Geraden besteht, die eben parallel zur Realachse sind, also wo der Imaginärteil diese Werte hat. Und ja, diese Halbgeraden, müsste man eigentlich sagen, die hören da auf vor ln von 2. Und das wär's. Das ist, glaube ich, eine schon ganz gute Übungseinheit gewesen jetzt, gerade wenn man sieht, wie so die Eigenschaften von der Exponentialfunktion da mitspielen. Und ich hoffe jetzt, auch wenn es nur ein reines Übungsbeispiel war, ohne einen praktischen Bezug, dass ihr einiges daraus mitnehmen könnt und vielleicht in weiterer Folge auch ein bisschen ein Gefühl kriegt für die komplexe Exponentialfunktion und wie man da Exponentialfunktionswerte bildet. Und ja, der Schlüssel zu dem Ganzen ist üben, üben, üben. Das heißt, wenn ihr solche Beispiele seht, macht sie, ihr bekommt dadurch ein wirklich gutes Gefühl für solche komplexen Mengen, die ja in vielen Teilbereichen der Mathematik und insbesondere der Analysis eine gewaltige Rolle spielen. Auch dann im späteren Studienverlauf vermutlich, wenn die komplexe Analysis vorkommt, da sollte man sich gut auskennen in dieser Zahlenmenge. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!